Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, meine Lieben. Und das ist einfach ein easy peasy DM-Haul. Scheiß drauf, dass ich ungeschminkt bin, weil es geht ja um die Produkte. Ich war das erste Mal seit Oktober wieder in DM gewesen und der einzige Grund war das hier. Klopapier. Ich musste raus, ich musste irgendwo hin, um Klopapier zu besorgen. Und daraufhin habe ich natürlich noch ein paar andere Sachen gefunden, die ich natürlich auch brauche. Und die wollte ich euch jetzt nicht vorenthalten. Ich habe mir von Manhattan einen weißen Kajal geholt. Exact Eyeliner Back to White. Und ich habe mir schon immer den weißen Kajal von Manhattan geholt. Aber damals irgendwie sah der noch anders aus. Jetzt hat er so eine komische, so eine Gelspitze oder so. Ich hoffe, der ist so gut. Ja doch, der malt aber gut. Aber ich fand schon immer, seitdem ich 15 bin oder so, den weißen Kajal von Manhattan am allerbesten. Dann habe ich mir von Balea Trockenshampoo geholt, weil ich mir in letzter Zeit nicht mehr so oft die Haare wasche. Deswegen brauche ich das für helles Haar, extra frische. Ich hatte erst das von Batiste in meinem Korb, heißt es so. Aber das hier hat ja, glaube ich, nur 1,75 oder so gekostet. Deswegen habe ich gedacht, ja komm, scheiß drauf. Trockenshampoo ist Trockenshampoo, oder? Ja, und ich hoffe, dass das auch sehr gut sein wird. Habe ich mir von Denk mit Wäscheparfüm geholt, Magic Secret heißt es. Das ist neu, ihr kennt ja wahrscheinlich das Wäscheparfüm von Lenore. Und da habe ich gedacht, weil das ein bisschen günstiger ist, probiere ich das einfach mal aus. Ich hoffe, dass es eine Alternative ist, weil ich finde das Wäscheparfüm von Lenore richtig gut, aber auch richtig teuer. Aber irgendwie war es auch Schwachsinn. Das von Lenore kostet 5,95 und das hat 4,95 gekostet. Hätte ich eigentlich auch das teure nehmen können, aber ich wollte es einfach mal testen, weil ich neugierig war und das riecht echt extrem, so nach frischer Wäsche halt. Bin ich mal gespannt, werde ich auch gleich ausprobieren. Dann habe ich mir hier von Denk mit feuchte Bodentücher geholt und die habe ich mir geholt, weil wir jetzt öfter mal den Boden dreckig machen, wenn es draußen matschig ist oder einfach mal so mal schnell durchzuwischen. Ja. Ich weiß, das ist wahrscheinlich nicht so umweltschonend, aber ich habe gedacht, dann macht man das eher mal das Durchwischen, als wenn man extra noch einen Eimer fertig macht und dann diesen Lappen und bla bla bla. Und deswegen habe ich das hier geholt. Mit Mikrofaser, strahlende Sauberkeit mit Antistatikformel, ideal für zwischendurch. Dann habe ich mir hier so einen Teppichreiniger geholt von Denk mit, weil ich zu geizig war für alle anderen. Die haben immer so 5 Euro gekostet und der, glaube ich, so 2. Deswegen habe ich gedacht, ja, probier es einfach mal aus. Wir haben nur noch in einem Zimmer Teppich im Wohnzimmer und der ist weiß. Ja, damals haben wir gedacht, das ist eine richtig coole Idee, sich einen weißen Teppich fürs Wohnzimmer zu holen. Aber ist es nicht. Tut es nicht. Und vielleicht kann ich damit ein bisschen was retten oder den mal auffrischen. Dann habe ich eine absolute Empfehlung für euch von Teekanne Blueberry Muffin. Das ist mein absoluter Lieblingstee. Der ist richtig geil, der schmeckt süß, der riecht Hammer und der ist wirklich gut. Den trinkt man ohne Zucker, weil der ist süß und das ist wirklich der allerbeste Tee, den ich jemals getrunken habe. Dann habe ich mir von Baby Love Sensitive Puder geholt. Baby Puder kaufe ich mir immer nach, weil ich benutze das immer als Trockenshampoo. Immer. Jetzt habe ich mir eins zum Sprühen geholt, damit ich mal was anderes habe, aber Babypuder benutze ich immer als Trockenshampoo. Und ja, deswegen finde ich das super. Ist eine super Alternative. Dann habe ich mir von Teti Sept Kinder Badespaß Badeperlen Feenland Bad geholt, weil ich fand, das sah so süß aus und es hat so gut gerochen. Und hier steht drauf: bunter Badespaß, Spaß mit magischem Glitzer, fruchtigen Erdbeerduft, Mandelöl und Bia Calendula auf Haut gesunder Urea-Basis. Ja, also das Glitzer hat mich dann überzeugt, dass ich das mal ausprobieren will. Ich hatte schon öfter Kinderbadesalz und ich finde das manchmal sogar noch besser als das normale. Dann habe ich mir von Balea Reinigungsmousse geholt. Ich brauchte einfach mal was Neues, weil meins wirklich alle ist, komischerweise. Und da habe ich mich für das hier entschieden, normale und Mischhaut. Hydra Pflegeformel für eine zarte Reinigung mit Kaschmirextrakt.
Dazu passend habe ich mir das Enzympeeling geholt, weil ich letztens in einer Zeitung gelesen habe, dass dieses Enzympeeling irgendwie voll gut sein soll. Das ist ohne Körner. Kann mir auch nicht vorstellen, wie das funktioniert, aber es soll funktionieren. Und es soll wohl schonender sein als mit Körnern und deswegen wollte ich es unbedingt ausprobieren. Und dazu habe ich mir noch das Micellenreinigungswasser geholt von Balea. Ich hoffe, das ist genauso gut wie das von Garnier. Für trockene und sensible Haut, was ich auch eigentlich habe. Aber zurzeit durch Medikamente habe ich ganz viele Pickel bekommen und ich weiß nicht, was los ist mit meiner Haut. Und zum Schluss habe ich mir von Profissimo ein Staubwedel geholt mit 5 Ersatzbezügen, weil ich habe irgendwie festgestellt, dass ich so eine Staubwedel richtig optimal finde für zu Hause, weil, also für das zwischendurch Staubwischen, also wenn ich richtig Staubwische, dann mache ich es auch mit Wasser und so, aber so, das finde ich geil, mal so für zwischendurch, das geht super schnell und es hält auch richtig gut und ich hatte die von Swiffer und jetzt habe ich gedacht, ich hole mir die, weil dieses Paket hat nicht mal, glaube ich, 2 Euro oder so gekostet mit 5 Bezügen und wollte ich mal ausprobieren, ob die genauso gut sind. Ja, und das war's mit meinem kleinen, aber feinen Basic Haul. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns ganz bald wieder im nächsten Video. Und ich sage bis bald, meine Süßen. Tschüssi!